close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meine Beauty-Monatsfavoriten für euch. Ich wollte euch die Sachen zeigen, die mir total gut tun, die ich zur Pflege verwende, die zum Beispiel auch für meine Haare ja spitzenmäßig sind. Die Produkte werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Es ist auch Pflege dabei und so weiter. Und ich habe auch noch eine mega, mega Überraschung für euch heute in diesem Video. Ich hoffe, ihr freut euch. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, was ich denn so in den letzten Wochen ausschließlich verwendet habe, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich würde mich freuen und los geht's. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Thema Pflege so ein bisschen. Also ich habe das jetzt hier nicht geordnet, ich greife einfach mal zu, aber ich würde euch ganz gerne zuallererst von meinen Augenpads nochmal erzählen. Und zwar sind es diese hier. Ich habe unter den Augen einfach ja trockene Stellen und da ist es doch schön, wenn ich meine Haut mit viel Feuchtigkeit versorge und das tue ich mit diesem Produkt hier. Ich liebe es, ich habe es euch schon in meinem DM-Haul gezeigt. Es sind so Pads, die eben getränkt sind mit einer Flüssigkeit. Ich kann euch das auch gleich mal vorlesen, was darin enthalten ist. Und die trage ich mir einfach hier auf, lasse die eine ganze Weile einwirken, also wirklich bis die ganz trocken sind und dann ziehe ich sie ab. Ich mache das meistens morgens, wenn ich dann eben Hausarbeit mache und der Postbote klingelt dann, so wie vorhin. Da hat sich dann auch wieder kaputt gelacht, aber der ist es schon gewohnt. Also ne, ich bin nicht die Einzige, die früh so aussieht. Ich habe euch das jetzt hier mal mitgenommen und zwar ja, sind die dann wirklich ganz, ganz trocken, weil die ganze Flüssigkeit dann eben schön in die Haut einwirkt. Und zwar ist darin enthalten, Achtung, destilliertes Wasser, Kollagen, Hyaluronsäure, yay, Provitamin B5, Aloe Vera, grüner Teeextrakt, Vitamin A und so weiter. Also ich liebe dieses Produkt. Und zwar habe ich das von Royal Wellness, habe ich euch das letzte Mal auch erzählt und ich glaube, ich muss mal wieder bestellen, weil ich kriege dann Panik, wenn ich keine mehr habe. Ich liebe sie und mit der restlichen Flüssigkeit, die so noch in der Packung ist, ja, die trage ich mir dann hier so auf, ne? Wird nichts verschwendet. So, das ist mein erstes Produkt, das ich wirklich seit Wochen verwende. Dann habe ich seit Wochen dieses Produkt hier in Gebrauch und zwar zum einen, weil ich es für euch testen wollte und zum anderen, weil es mir jetzt wirklich super gut gefällt. Es ist halt ideal für Rötungen, für Augenringe des Grauens, wenn man wenig geschlafen hat, so wie ich. Und zwar ist es diese L'Oreal Infallible Total Cover Concealer Palette. Ihr habt verschiedene Farben und zwar zum einen diese Purple hier, also Violett. Und ich lese euch das mal kurz vor auf Italienisch. Corregge ed illumina occhiaie e vene. Also das heißt, ihr könnt euch damit eure Augenringe eben ja, wegkaschieren und die Venen. Also was heißt nochmal Venen auf Deutsch? Ihr wisst schon, die Blutäderchen. Also wenn das so durchschimmert, dann macht ihr euch eben Violett drauf und dann sieht man das nicht mehr. Korrigiert, corregge auf Italienisch. Dann grün habt ihr zum Beispiel Neutralizza i Rossori. Also wenn ihr kleine Rötungen habt, könnt ihr euch das drauf machen. Schön verblenden und dann habt ihr eben keine Rötungen mehr. Und dann habt ihr natürlich hier die Concealer-Farben für Augenringe und Macke, Flecken. Ja. So, also diese hier liebe ich total. Wie gesagt, ich habe sie erstmal für euch nur getestet, aber jetzt habe ich sie ständig in Gebrauch, weil ja, Rötungen hat man immer wieder, aber ich habe halt vor allem wegen Augenringe. Ja, so ist es, ne? Mutter von 4 Kindern. So, mit was machen wir denn weiter? Machen wir am besten weiter mit den Augen. Ja, genau, guter Übergang. Nicht. Also, ich liebe meine Palette von Nuvia. Die habe ich euch jetzt auch schon des Öfteren gezeigt und die hatte ich in den letzten Wochen ausschließlich in Gebrauch. Und zwar ist es meine Forever Matte Shades Volume 1 Palette. Und zwar ist es so, dass es nur matte Farben sind, wie der Name schon sagt. Und ich diese Palette einfach liebe. Was soll ich machen? Also ich habe wirklich einige Paletten hier, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Aber ich greife dann doch immer wieder zu dieser hier. Wenn ich es ein bisschen dramatischer haben möchte, kann ich natürlich auch mit einer anderen Lidschattenpalette noch ein bisschen ja, Glitzer und ja, vielleicht etwas für den Abend zaubern. Das ist natürlich auch kein Problem, aber meine Grund-Lidschattenpalette ist dann doch diese hier. Hoppala, hier ist noch der Zettel, auf dem die Namen der Farben stehen. Ich liebe sie und auch das Packaging und so weiter. Also ihr wisst, ich habe euch das schon so oft gesagt, für das Geld wirklich der absolute Wahnsinn. Also da kann man echt nichts falsch machen.
Dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Und zwar habe ich in den letzten Wochen ausschließlich, also sagen wir es einfach mal so, in den letzten Monaten ausschließlich, meine Foundation von, ich habe hier noch so eine Kappe drauf, sage ich euch auch gleich warum. Und zwar meine Estee Lauder Double Wear Foundation in Verwendung. Und zwar habe ich die 4N1 Shell Beige. Das ist meine Farbe und ich habe tatsächlich nur noch ein Drittel drinnen. Ja, ich habe sie fast leer gemacht. Und den Pumper, den habe ich mir jetzt erst drauf gemacht, obwohl ich den schon zu der Foundation gekauft hatte. Aber jetzt kommt wirklich immer ein bisschen schwieriger raus und ich musste es schon fast so ganz kippen, dann kommt zu viel. Und deswegen habe ich mir jetzt endlich mal den Pumper drauf gemacht. Und hier ist eben der Deckel von der Foundation an sich. Und diese Foundation habe ich mir in Frankfurt gekauft, auf der Zeit, zusammen mit der Tara und mit der Mayra. Die Mayra hat mir die empfohlen, weil die sich super gut mit dieser Foundation auskennt. Sie hat sie sich auch schon des Öfteren nachgekauft und da hat sie mich eben beraten wegen der Farbe, was zu mir passt. Und das war im September, meine ich. September, Oktober habe ich mir die gekauft. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich die seitdem in Verwendung. Jetzt ist sie mir dann aber ein bisschen zu dunkel gewesen. Deshalb mische ich sie immer mit meiner Astor Skin Matte Protect Foundation. Ja, das habe ich euch auch schon des Öfteren gesagt. Natürlich im Herbst hin, da war ich ja noch ein bisschen gebräunt vom Urlaub. Wir waren ja Ende August im Urlaub erst und da war ich natürlich gebräunt, da hat es gepasst. Aber jetzt muss ich sie mischen, weil sie mir zu dunkel ist. Ich habe gesehen, dass es bei Flaconi auch ein Angebot gibt von dieser Foundation hier. Die war um einiges günstiger. Ich denke, da werde ich sie mir jetzt auch nochmal nachbestellen. Ich habe übrigens auch noch einen Rabattcode für euch. Den werde ich euch mal unten in die Infobox setzen von Flaconi. Und ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Ich finde den Geruch nicht gut, also das ist keine Frage. Das habe ich auch schon erzählt, glaube ich, bei Snapchat. Also die Farbe, nicht die Farbe, sondern der Geruch ist echt ätzend. Aber nur der erste Moment. Also ätzend ist auch total übertrieben, aber da hatte ich schon Foundations, die besser gerochen haben. Zum Beispiel einen von Max Factor. Hoppala. Upsi. Die riecht so nach Haselnuss. Aber die riecht nicht so gut. Aber das verfliegt natürlich wieder, ne? So, die Foundation trage ich mir immer mit meinem Buffer auf. Von Luvia. Und zwar diesen hier. Sieht man wahrscheinlich auch. Oder mit meinem Real Techniques Sponge. Aber der ist schon ziemlich zerfleddert und sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Und ich halte ihn trotzdem in die Kamera. Ich muss mir einen neuen bestellen. Deshalb verwende ich immer diesen Pinsel hier. Ja, und für die Lidschatten natürlich meine anderen Pinsel von Luvia. Ne? Wo ist denn mein Liebster? Ich zeige euch meinen Liebsten, und zwar diesen hier. Diesen abgeschrägten. Das ist mein absoluter Favorit. Echt, da tragt euch Farbe auf und dann geht ihr so ins äußere Drittel, ne, vom Augenlid. Und mega. Ich liebe diesen Pinsel. So. Dann machen wir weiter mit dem Gesicht und zwar zeige ich euch mein neuestes Schätzchen von Maybelline und zwar diesen Master Strobing Stick Illuminating Highlighter. Was für ein Name. Und ja, da hatte mich ja die Nina und die Yvette drauf angesprochen gehabt, als ich die besucht habe. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, dieses Produkt. Das ist so, so cremig. Und ihr tragt euch den hier auf, eben auf die höchste Stelle und dann könnt ihr euch den richtig schön mit dem Ringfinger einarbeiten. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon tatsächlich ein paar Mal darauf angesprochen worden. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwie so viel ausmacht. Und ich denke jetzt für den Frühling und Sommer wird es mein absoluter Favorit, was Highlighter betrifft. Und ich habe die Farbe 200. Medium Nude Glow nennt er sich noch. Und ja, könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr noch auf der Suche seid. Als Highlighter, ne? Also falls ihr noch einen Highlighter sucht. Mein Gott, was für ein Deutsch. Machen wir weiter mit dem Gesicht, ganz schnell. Und zwar habe ich noch dieses Produkt hier in den letzten Wochen wirklich ausschließlich in Verwendung. Hoppala. Und zwar mein Naked Skin Loose Powder. Ja, ich sage es wahrscheinlich komplett falsch, aber ich habe heute voll den Sprachfehler. Und ich mache mir ganz wenig von diesem Produkt hier in diesen Deckel rein und trage mir das auf. Und dann habt ihr wie so eine Art, das ist so ein Weichzeichner-Effekt. Ne? Also erstens mal sette ich mir damit natürlich meine Foundation, damit ich nicht glänze wie eine Disco-Kugel. Aber es ist auch nochmal so, ja, man hat so ein richtig schönes Finish. Und man sieht aber nicht nachgepudert aus. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich liebe das. Es war leider ein bisschen teuer. Ich habe mir das bei Müller gekauft. Ich meine, ich hätte 35 € oder so bezahlt. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Jede Menge Geld, aber es ist natürlich auch wahnsinnig ergiebig. Ich habe die Farbe, ich sag's euch,
sieht man hier gar nicht. Naked Medium. Keine Ahnung. Ja, aber da gibt es verschiedene. Das weiß ich noch, dass es verschiedene Farben gab. Ich kann euch das ja mal einblenden. So, dann machen wir weiter. Ach, seht ihr? Ich wollte euch noch einen Pinsel zeigen. Und zwar diesen hier von Evelyn. Und zwar habe ich den tagtäglich in Verwendung. Sieht man, glaube ich, auch, ne? Den hätte ich mal waschen können fürs Video. Aber ich wasche den irgendwie fast gar nicht mehr, weil ich verwende ja immer denselben Bronzer. Ach, da ist er. Wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. Und zwar diesen hier aus der Luvia Shaping Palette. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ihr habt dann hier noch einen Highlighter und einen Blush. Und das ist eben das Produkt, mit dem ich mein Gesicht konturiere. Und mit diesem Pinsel hier. Ja, da gehe ich einfach so rein und der ist halt so genial, ne? Also, seht ihr das? Ich finde den richtig cool. Und dann hier oben so, zack, 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 zack. Und ja, fertig. Fertig konturiert. Ich liebe diesen Pinsel. Hallo? Das ist der beste Pinsel ever zum Konturieren. So, mit was machen wir denn weiter? Machen wir weiter mit den Nägeln, mit meinen Fingernägeln. Ja, leidiges Thema. Ich bin ja viel im Wasser, am Spülen und am Putzen und im Garten. Und ja, mein Nagellack hält nicht wirklich lange. Und ich habe auch nicht wirklich Zeit, mir meine Nägel so richtig schön fresh zu lackieren und stundenlang Maniküre und so weiter. Habe ich nicht, aber ich habe einen Nagellack für mich entdeckt. Und zwar trage ich den wirklich seit ja, ein paar Monaten, muss ich auch wirklich zugeben, der ist auch echt schon leer. Man sieht zwar nicht, dass er leer ist, aber es ist tatsächlich nur noch wenig drinnen. Man merkt es daran, dass er jetzt so streifig wird, ne? Und zwar ist er von L'Oreal 114 Nude Demoiselle, falls ich es richtig ausspreche. Und zwar ist es ja so, dass ich noch nie einen Nagellack gehabt habe, der gut riecht. Und der riecht absolut göttlich. Ich habe mich tatsächlich am Anfang erwischt, dass ich an meinen Nägeln rieche. Wie hohl ist das denn? Aber das riecht so gut. Und zwar riecht dieser Nagellack wie die Colorige Lippenstifte. Ja, wahrscheinlich, weil das auch aus der Colorige-Reihe ist. Und was richtig cool ist, dass die Öl enthalten haben und das Ganze dann so ist, dass der Nagel gepflegt wird und richtig schön glänzt und gut riecht. Seit wann riecht Nagellack gut, ja? Habe ich mir schon so oft gedacht, aber wahrscheinlich seitdem L'Oreal das auf den Markt gebracht hat. Ich habe euch dazu übrigens auch ein Video abgedreht. Ich habe euch alle Farben, die es gibt, auf meine Nägel aufgetragen. Also ich habe euch die geswatcht, natürlich jede einzeln, logischerweise. Das Video dazu, das kann ich euch gerne mal unten in die Infobox verlinken. Da war ich wirklich viele Stunden dran gesessen, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also falls euch sowas interessiert, könnt ihr euch gerne auch noch das Video dazu anschauen. Dann trage ich mir abends super gerne von Trended Up dieses Produkt hier auf. Und zwar ist es ein Apricot Oil. Das ist schön zur Pflege. Das riecht auch sehr, sehr gut, finde ich. Und abends, wenn ich eben auf dem Sofa bin, habe ich immer so ein bisschen Zeit und trage mir das eben auf. So viel dazu. Dann kommen wir zum Produkt, das ich für meine Haare verwende. Und zwar dieses hier. Und bitte, bitte sagt mir nicht, dass es nicht mehr zu kaufen gibt. Ich finde es einfach nicht mehr. Das ist jetzt leer. Ich liebe es. Und zwar dieses L'Oreal Haar Expertise Absolut Haarzauberöl. Ich trage mir das immer auf oder habe es mir aufgetragen. Wo ist es hin? DM, bitte bringt dieses Produkt wieder her. Ja, stattdessen habe ich mir jetzt dieses hier nachgekauft, aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Von Balea Oil Repair Haaröl Spray. Also ich brauche nichts, was meine Haare repariert, aber es ist natürlich nicht verkehrt. Aber dieses Produkt hier, ne? Ey, da müsst ihr mal dran riechen. Und meine Haare glänzen total. Immer wenn ich mir das auftrage, werde ich drauf angesprochen. Die Haare, die glänzen total. Also so ganz, ganz, ganz schön glänzen die. Was soll ich euch sagen? Und es riecht halt total gut. Es ist auch so ein bisschen ein Haarparfüm. Könnt ihr mich noch sehen? So, also auf jeden Fall habe ich noch dieses Produkt hier immer in Verwendung. Und dann ganz, ganz wichtig, meine Lieben, mein Kamm. Ich kämme mir mit nichts anderem meine Haare. Ich brauche was Breites. Und den Tangle-Teaser, den kannst du in die Tonne hauen bei mir. Ich halte die aber immer noch so fest, ne? Damit die nicht abreißen. Und dann kämme ich mir die immer über dem Waschbecken. Damit die Haare, die eben ausfallen, dann im Waschbecken sind. Ja, so. Und ich liebe den. Und der ist von Evelyn. Den habe ich mir mal beim DM gekauft. Ich habe den, glaube ich, in zwei- oder dreifache Ausführung. Ja, so. So viel dazu. Okay, meine Lieben. Also, jetzt genug von den Haaren gequatscht.
Ja, ihr wollt es ja immer wieder wissen. Jetzt kommen wir aber zur Überraschung für euch. Also, und zwar habe ich... Ta-ta-ta-ta! Jetzt denkt ihr euch, was ist das? Ja, von Luvia heißt es eigentlich, nicht Luvia. Heidi, konzentriere dich. Hier habe ich noch einen, damit ihr es sehen könnt. Der ist nämlich noch eingeschweißt. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Der ist nämlich für euch. Und zwar wurde mir dazu auch ein spezieller Stift zugeschickt, weil ich den, wenn ihr möchtet, unterschreiben werde. Also ich werde da meinen Namen draufschreiben, entweder Heidi oder Rosella Mia, was ihr dann möchtet, und werde euch den zuschicken. Und dann haben wir hier noch einen, das ist allerdings meiner. Aber ich werde zwei verlosen. Ja. Und alle Teilnahmebedingungen dazu werde ich euch mal unten in die Infobox schreiben, damit ihr da alles nachlesen könnt. Also falls ihr diesen wunderschönen Kabuki, also nicht diesen hier, sondern diesen oder einen anderen gewinnen wollt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich werde euch alles reinschreiben. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich habe den so gefeiert, als der ankam. Tata! So, okay, meine Lieben. Ja, und zu dem Produkt hier, da wollte ich auch noch dazu sagen, dass das so viele nachgekauft haben. Ich habe so ultra viele Nachrichten bekommen und da sind auch alle irgendwie total begeistert. Ja, da freue ich mich natürlich, wenn ich, einen guten Tipp für euch habe. So, und jetzt beenden wir am besten dieses Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielleicht war eine Kleinigkeit für euch dabei. Schaut mal unten in die Infobox. Ich werde versuchen, euch alle Produkte rauszusuchen und zu verlinken, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und ansonsten würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos vorbeischaut. Und abonnieren ist natürlich kostenlos, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!